Ich will meine Mac-Roll euch zeigen. Ich habe ja diese Cruella de Vil Kollektion extrem hinterher geäfft und habe mir auch ein paar Sachen gekauft. Ja, es ist ziemlich viel geworden. Ich habe aber auch zwei Sachen geschenkt bekommen und auch zwei Duftproben dazu bekommen, worüber ich mich ja immer freue. Da kriegt man mich immer. Ich zeige euch zuerst einmal die zwei Sachen, die ich auf jeden Fall haben wollte. Und das sind die Pinsel von der Kollektion, von der Cruella. Einmal ist das so einer. Das ist ein Lidschattenpinsel. Ich bin so verliebt in diesen Pinsel. Und einmal den, ich packe ihn aber kurz aus, weil man sieht das sonst nicht. Das war eine Heidenarbeit. So sieht er aus. Das ist so ein Rouge, Puder eher weniger, eher Rouge vielleicht oder Highlighter-Pinsel. Ich liebe den Pinsel. Es gab ja mal vor Jahren eine LE, die hat, glaube ich, boah, wie haben die geheißen? Da gab es auch solche Lidschatten, solche gebackenen, solche Kollektionen machen sie ja leider gar nicht mehr. Und da habe ich, glaube ich, auch einen Pinsel oder zwei. Ich weiß gar nicht, wo ich die habe. Einen oder zwei habe ich. Da ist auf einer Seite eine andere Variante und hinten, wenn du einen Umdrehst, auch. Und das hat mich halt so an diese Kollektion erinnert und ich finde die Pinsel einfach so geil. Also die Pinsel, da brauche ich gar nicht sagen. Die Pinsel musste ich einfach haben. Dann zeige ich euch noch schnell den Lidschattenpinsel, weil ich habe ihn euch ja auch nur in der Verpackung gezeigt. Der sieht so aus. Ich bin richtig verliebt in den Pinsel. Also den Pinsel, den musste ich haben. Ich habe es auf der Internetseite damals gesehen bei MAC und ich musste die Pinsel unbedingt haben. Also die Pinsel waren so zwei Dinge, wo ich mir gedacht habe, egal was kommt, die brauche ich auf jeden Fall. So, ich habe mir auch ein paar Lippenprodukte gekauft. Wer mein MAC-Video gesehen hat, wird sich wahrscheinlich jetzt am Kopf greifen. Ja. Aber dann habe ich kein schlechtes Gewissen mehr, weil ich habe ja 11 Stück oder so aussortiert, also kann ich da nicht mehr wirklich viel Negatives sagen. Die Verpackung von der Cruella de Vil. Ich habe gar nicht gesagt, dass das die Cruella de Vil LE ist, oder? Ich habe komplett verschwitzt, das zu sagen, irgendwie. So sieht die Verpackung aus. Ich habe mir den Lippenstift in... Ich werde es immer nicht aussprechen, ich blende euch das da so. Ich kann heute nicht mal mehr reden, ich bin ganz hibbelig. Der sieht so aus. Ich werde ihn noch nicht swatchen. Ich will nämlich noch... ich will den bald verwenden. Ich will halt nicht, dass mir dasselbe passiert wie mit den anderen Lippenstift. Das ist eher so ein dunkles Lila. Er ist aber urschön. Also der ist wirklich extrem schön. Und die Verpackung ist einfach... Ich bin verliebt in die Verpackung von dieser Kollektion. Wirklich. Also von der Kollektion... Die Verpackung macht mich einfach fertig. Dann habe ich mir noch den Nude-Farbenen auch genommen. Sweet and Vicious oder so heißt der. Da habt ihr mal den Namen und ich zeige ihn euch gleich, wie er ausschaut. Verpackung ist wieder gleich und der sieht so aus. Und ich bin so verliebt in den. Ich finde den so wunderschön. Das ist so ein Nude, was ich jetzt zurzeit eher tragen würde, als das, was ich jetzt gerade drauf habe. Aber das ist so ein schöner Farbton. Ich will den unbedingt bald ausprobieren. Jetzt bin ich ja schon happy, wenn ich sie dann hinten in meine MAC-Lippenstifthalterung da schlichten kann, weil... Ich habe so viele aussortieren haben müssen. Ich habe mir auch noch so einen Liquid Lipstick gekauft. Eigentlich wollte ich ihn nicht haben. Dann habe ich aber gesehen, dass er noch da ist. Und dann hat er mal gesagt, dass es der letzte ist. Und dann hat er mich noch mit zwei Produkten gefangen, weil er gesagt hat, naja, wenn du dir das noch dazu nimmst, dann kann ich dir auch zwei MAC-Sachen schenken. Und da war es bei mir vorbei. Dann musste ich ihn natürlich haben. Das ist der Queen of Mean. Den kann ich sogar aussprechen. Sieht so aus. Finde ich auch wunderschön. Die Verpackung vom Stöpsel ist auch wieder so wie die Lippenstifte und die Farbe sieht so aus. Das ist so ein ganz dunkles Nude. Ich finde den so, so schön. Der ist so, so schön. Ich bin so verliebt in die Farbe. So verliebt in die Farbe. Ja, dann habe ich noch zwei Sachen geschenkt bekommen. Einmal habe ich mir aussucht, ich durfte es mir aussuchen, entweder Lippenstifte, Highlighter oder Lidschatten. Weil es ja zwei Sachen sind, habe ich mir zwei Sachen aussuchen dürfen. Natürlich ist ein Lippenstift geworden, was auch sonst. Das ist aus dieser komischen Mattenreihe. Da habe ich noch keinen. Der heißt nämlich Devoted to Chili. Und es gibt ja einen MAC-Lippenstift, der Chili heißt und der mega gehypt ist. Und der hat mir gesagt, der Verkäufer, dass der so ähnlich ist wie der normale. Nur halt ein bisschen matter. Und sie soll noch pflegender sein. Ich habe ihn das, wie gesagt, noch nicht benutzt, aber ich bin gespannt. Weil der könnte sogar ein Bricolat Ersatz sein. Müsste ich mal gucken dann, wie das dann
Ja, super, jetzt habe ich drei neue, oder? Drei neue Lippenstifte, einen Liquid Lipstick, finde ich ganz toll. Einen Highlight habe ich mir auch ausgesucht, da war mal von irgendeiner Weihnachtskollektion, wie ihr sehen könnt. Also, finde ich nicht schlecht. Let It Glow heißt er, den Namen finde ich auch sowieso geil. Und der sieht so aus. Er ist ein bisschen hell, er ist sehr weiß. Aber ich fand den sehr schön. Das Gute ist, man kann ihn auch im Innenwinkel beim Auge verwenden. Oder als Lidschatten könnte man ihn verwenden, weil ich wollte halt keinen MAC-Lidschatten aussuchen, weil ich benutze eh immer wieder dieselben Lidschatten und Highlighter benutze ich ja doch wieder mehr. Also ich habe jetzt auch wieder Highlighter drauf, endlich mal wieder nach langen. Das ist mir eh voll abgegangen, ehrlich gesagt, Highlighter zu tragen. Habe ich mega vermisst. Ja, das sind die zwei Sachen, die ich geschenkt gekriegt habe und darüber habe ich mich extrem gefreut. Dann habe ich noch zwei Duftproben von ihm bekommen. Das ist ein Abercrombie & Fitch Duft. Bin gespannt, wie der ist. Ich hatte ja mal einen und den fand ich nicht so berauschend. Mal gucken, wie der ist. Der sieht so aus. Und einen Sisley Duft. Und die Sisley Düfte, glaube ich, sind so teuer. Ich habe irgendwo noch so eine Probe. Ich weiß jetzt nicht wo, aber irgendwo habe ich noch so eine Probe, glaube ich. Der sieht nämlich so aus. Bin gespannt, wie der ist. Und ich werde ihn eh auch bald benutzen, weil ich will auch ein paar Proben wieder aufbrauchen. Ich war ja letzten Monat so brav und habe sehr viele Proben leer gemacht. Mal gucken, wann ich die dann benutze. Ja, das war so mein kleiner Mini-Mac-Haul, aber ich wollte das unbedingt abdrehen, weil mich hat das so traurig gemacht wegen meiner Mac-Lippenstifte, dass ich da so viel aussortiert habe. Ich habe noch die Hand ganz schmutzig von den Swatches. Deswegen musste ich das Video jetzt noch anschließend drehen, weil das hat mir mein Herz zerfetzt. Das hat mir wirklich mein Herz zerfetzt. Ihr wisst ja, MAC-Lippenstifte sind meine absoluten Lieblinge. Absoluten Lieblinge. Und deswegen, ja. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht nicht den Nude-farbenen auftragen soll. Ich mache das jetzt mal. Ich mache das mal, dann könnt ihr auch das gleich sehen, wie der ausschaut. Toll, oder? Ich habe heute meine Lippen extra gepeelt. Okay. So. Probieren wir mal, ob ich das so hinkriege, weiß ich jetzt gar nicht. Für was, wenn ich doch eben einen coolen Highlighter mit Spiegel habe. So. Oh ja. Also der ist komplettes Gegenteil, oder? Von dem, was ich vorher oben gehabt habe. Aber halt überall Pickel, weil der monatliche Zyklus mich wieder reinscheißt. Aber ist das nicht schön? Ist der nicht schön? Der ist so schön. Ich brauche eine Ausrede, dass ich ihn brauche. Nein, ich mache einen Scherz. Ich finde den echt schön. Ich finde den wirklich schön. Vielleicht trage ich ihn jetzt auch öfter. Ich habe ja sowieso vor, noch ein bisschen meine Lippenstifte auszusortieren. Habe ich auch in dem MAC-Lippenstift-Video gesagt, weil es sind wirklich viele, die ich habe. Und jetzt habe ich ja die anderen neu und mal gucken, ob ich mich von was trennen kann. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war und ich ein bisschen... Jetzt habe ich wieder Schluck auf. Auch wenn ich ein bisschen komisch drauf war. Ja. Ich fand das halt mega cool, dass man da Sachen dazu bekommen hat. Das finde ich mega. Also das ist jetzt neu, weil ich glaube, weil sie ja länger zu hatten und die Kollektionen nicht anbracht haben, die limitierten, haben sie halt das so eine Aktion, dass du dann gratis was dazu kriegst und das finde ich mega geil. Also das ist eine gute Aktion. Und ja. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich glaube, ich beende das Video, bevor es jetzt noch peinlich wird. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt kurz und knackig war. Wie findet ihr die neue Kollektion? Ich weiß nicht, ob sie noch aktuell so da ist. Deswegen wollte ich eigentlich das Video früher drehen. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr so auf Mac steht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich bin ein riesen Mac-Junkie. Ein riesen Mac-Junkie. Ich habe jetzt wieder, wie gesagt, durch das, dass wir... Naja, weniger Masken müssen wir eigentlich auch nicht tragen. Aber es ist schon ein bisschen besser geworden, sage ich jetzt mal. Und seitdem trage ich auch wieder mehr Lippenstifte. Wie sind aber, das weiß ich dann nicht, aber das werden wir dann sehen. Ja, ich höre jetzt auf zu labern, weil ich laber nur Scheiße. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!